Ja, und schon sind wir wieder live auf Sendung. Etwas neue Einstellungen musste ich machen, meine Kamera abgebaut und das Koffervideo gemacht. Ich hoffe, ihr habt das Koffervideo alle auch gesehen. Eine Neuerung haben wir auch für euch, und zwar wir machen das Ganze nur noch auf YouTube, weil ich möchte mich etwas mehr auf euch auf YouTube konzentrieren. Schwieriges Wort. Und damit lasst uns dann direkt anfangen mit den Themen. Die Franzosen, die Air Traffic Controller, wollen streiken und haben natürlich dann auch einen Einfluss auf Europa. Dann gibt es für die Lufthansa wieder eine Braut. Heißt also, es gibt eine Fluggesellschaft, die hofft auf Lufthansas Knete und das übernommen wird. Eigentlich ist es der Staat, der die verkaufen will. Dann hat der Bund in Deutschland seine Anteile vergoldet, muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen. Dann geht es weiter, Schritt auf Schritt, zum Deal Bogota aus Europa in der Business Class mit Lufthansa 1300 und ein bisschen. Lufthansa nutzt auch seine neuen Freiheiten, seitdem man den Staat los ist. Ja, ganz genau. Und ich hatte noch ein Thema. Ach ja, das Fenster. Und zwar das selbstdimmende Fenster bei der Lufthansa A350. Nö. 787, ja, da wird es wahrscheinlich wieder so eine Grundsatzdiskussion geben. Das erste Thema, nachdem ihr den Kanal natürlich abonniert habt, die Glocke angemacht habt und ein Like dagelassen habt, einfach kommentiert, ganz, ganz wichtig. Aber auch vielleicht eine Kanalmitgliedschaft, ne? Denkt dran. Ihr wisst ja, gab ja tolle Sachen, die wir bei Lufthansa Miles & More im Workshop präsentiert bekommen haben, und es gab Voucher. So, erstes Thema, nicht ganz so lustig, etwas schade, und zwar die Franzosen sind mit Streik. Kaum sind wir in Deutschland mit dem Streik durch, zumindest was die Piloten anbetrifft, in der Bodenkabine steht ja noch aus, haben wir den nächsten Streik im Luftraum, und das sind die französischen Air Traffic Controller. Und das liegt daran, weil sie halt reduziert werden sollen von der Menge, und sie wollen das einfach nicht. Die Franzosen sind ja auch ein streiklustiges Völkchen. Das Problem ist ganz einfach, dass natürlich die DGAC, das ist die Aviation Authority, das gesagt hat. Streik soll übrigens am Freitag sein. Gruß nach Düsseldorf in die verbotene Stadt. Wir haben da ja auch einen Stammtisch. Bald. Termine sind wir am Suchen, also Sven und ich. Aber Woche vom 12. bis zum 19. einfach merken. Aber bevor wir davon wieder vom Thema abschweifen, ist es so, dass man natürlich damit Einschränkungen rechnen muss. Meist natürlich bei der Air France 90%, der Langstrecke 45%, weniger auf den Kurzstrecken. Das ist so das, was man erwartet. Ist das richtig gelesen? Jetzt muss ich mal gucken. Ah nee, die wollen auf der Langstrecke 90% und 45%, so rum ist es gewesen. Ganz, ganz wichtig. Und ganz, ganz wichtig auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dass das für Lufthansa Auswirkungen hat, weil viele Strecken natürlich durch den französischen Luftraum gehen. Wir denken ja alleine, wenn wir nach Amerika fliegen, dann fliegt man ja drum rum. Und vor allem auch, wenn jetzt alle um Frankreich rum fliegen müssen, dann wird sich das natürlich auch stauen. Jetzt direkt natürlich weiter zur Lufthansa, ist ja auch ein Lufthansa-Update, was wir auch lange nicht gemacht haben. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds und WSF ist die Abkürzung, war ja der Veranstalter, der sich bei der Lufthansa eingemietet hat, um es mal provokativ zu formulieren. Aber die haben jetzt komplett am Dienstag die Beteiligung veräußert. Damit sind sie raus. Und die Aktien fielen am Mittwochvormittag kurz nach dem Start um rund 2%, also 6,19 Euro. Damit lag der Kurs aber über den 6,11 Euro, zu dem der WSF seine Papiere abgab. Die Stimmung war dabei wohl weniger dahin geschuldet, dass die Aktien auf den Markt geworfen worden sind, sondern das Investmenthaus hat gesagt, Airlines, das ist schwieriges Geschäft, und die Experten haben auch ihre Kaufempfehlung für die Lufthansa revidiert und haben das Kursziel auf 6 Euro gekappt, obwohl die Bilanz stark und die Entwicklung des Free Cashflow bei Lufthansa doch relativ komfortabel ist. Aber nichtsdestotrotz, Aviation ist halt immer ein Problem. Aber für die Lufthansa ist es ein Riesenvorteil. Man ist wieder in privaten Händen, man kann wieder machen, was man möchte,
Und Carsten Spohr hat halt jetzt das Zepter in der Hand. Weil wir erinnern uns ja an die Geschichte und diese neue Freiheit, die man da ausnutzt, war ja beim Europäischen Union, und das macht ja die Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, ich weiß gar nicht, wo kam die her, Schweden, Norwegen, irgendwas da aus Skandinavien, die Dame hat da ganz einfach gesagt, nee, also diese Hybridanleihe, die er da zurückzahlen wollte, den Coupon 25 Millionen mit den Zinsen, das geht nicht, solange die Staatsbeteiligung da ist, und deshalb musste Lufthansa da zurückrudern. Das können sie jetzt wieder machen. Und die Verhaltenspflichten gegenüber der Eurokommission sind natürlich damit passé, weil die Lufthansa keine Probleme mehr hat. Also insofern ist da alles wieder bezahlt. Der Staat ist raus, die Lufthansa ist wieder privat. Ob es den einen oder anderen freut, ich weiß es nicht. Und an dieser Stelle grüßen wir natürlich den Guido, der dazu gekommen ist. Ja, die Lufthansa hatte sich bei der ITA gemeldet und hat gesagt, ja, wir wollen euch haben. War ja ein langes, ein großes Hin und Her. Das war im Prinzip so ein Remake auf den Film Die Braut, die sich nicht traut. Und das Thema ist ja immer noch nicht zu Ende, weil es kann ja passieren, dass die anderen nicht zum Zuge kommen. Dann wird es wieder eröffnet, man weiß es nicht. Oder ansonsten bleibt ITA wieder ITA. Dann hätte man die ganze Bude auch Alitalia weiter nennen können. Dann wäre der Quatsch ja auch vielleicht billiger gewesen als mit Rebranding und so weiter. Aber es gibt jetzt eine neue Braut, und zwar die Regierung von Portugal möchte TAP verchecken. Und am liebsten wollen sie dies verkaufen an die Lufthansa oder die Air France KLM. Ihr merkt schon, das ist irgendwie so die Bude, die, ja, wo man halt so Fluggesellschaften los wird. Natürlich gab es schon vor Covid da Gespräche, und der TAP war ja auch immer in Anführungsstrichen ein Kandidat, weil die Regierung jetzt natürlich wieder 92% besitzt, aber Regierungen sind halt keine guten Anteilseigner, wenn es um Fluggesellschaften geht, zumindest in der westlichen Welt. Wenn wir uns Emirates angucken, klar. Wenn wir uns Qatar angucken, klar, aber schauen wir einfach mal, was da passiert. Und die IAG geht einfach nicht, weil die da aufgrund von Kartellbestimmungen nicht in Frage kommen. Und die Frage ist natürlich auch, inwieweit man da überhaupt Interesse hat, weil sie sind ja selber stark in dem Verkehr. Also das wäre dann wahrscheinlich so ein Grund, ob man damit dann ja die anderen einfach nur ausbootet. Aber das Interessante für die Konzerne wäre halt einfach, dass man da Südamerika-Strecken mit betreiben könnte. Also da wäre die TAP ein guter Kandidat. Und Guido stellt gerade die Frage. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier direkt rein in den Broadcast schieben kann. Ja, da ist es. Die Frage, würden die mitbieten? Schieb das mal hübscher hin. Das ist natürlich eine Sache, die kann man so nicht beantworten. Lufthansa hat ja gesagt, dass sie Italien als starken Markt sehen, als wichtigen Markt sehen. Ist ja auch der zweitwichtigste Markt in der Lufthansa-Welt. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass die mitbieten, aber die lassen sich halt nicht über den Leisten ziehen. Und man hat ja auch gesehen, dass das Angebot halt je nach Kurs immer angepasst wurde. Das heißt also, wenn man den Wert der TAP gesehen hat, dann hat man diesen Wert dann auch Entschuldigung, der ITA gesehen hat, dann hat man diesen Wert halt nach unten korrigiert oder nach oben korrigiert. Und wir sehen ja auch, dass das Angebot der Lufthansa ein anderes Angebot war als das von Cetaris, also Delta, KLM, Air France. Deshalb, also ich kann es mir vorstellen, aber wenn die jetzt sich eine andere Fluggesellschaft anschauen, wie die TAP, man munkelt ja auch, dass die SAS wieder bittet, dass man gekauft wird, aber das machen die ja schon lange, und die LOT ja auch, dass die Lufthansa dann leider Nein sagen muss, weil sie das natürlich auch nicht können. Was man jetzt auch kann, ist ja eine neue Technologie. Und die neue Technologie sind die dimmbaren Fenster. Und da frage ich euch, die ihr zuschaut an euren Empfangsgeräten. Ich weiß nicht, schaut ihr am Handy, schaut ihr am Computer oder macht ihr es einfach im Nachgang? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass es ja dieses Dimmen gibt, und ich persönlich bin kein großer Freund des Dimmens. Das ist halt so. Lufthansa auch nicht, deshalb haben sie bei dem 350er das Dimmen nicht genommen.
ist ja irgendwie aufpreispflichtig jetzt möglich. Bei der 787 ist das ein Feature, was man nicht abbestellen kann. Und die Gründe dafür sind ja mannigfaltig. Also, was mir halt immer wieder auffällt, gerade bei den Fluggesellschaften, die das dimmen, sind zwei Sachen. Das eine ist, dass die Crews das radikal ausnutzen, weil man kann, wenn man die dimmen kann, dann auch quasi blockieren, dass man die hell macht. Also wenn die sagen, so, Essen ist fertig, durch, zack, aus. Und bei Emirates gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man da beim, Personal vorne bei den elektrischen Sachen, ich glaube Business Class war elektrisch und First Class sowieso, dass man das auch manuell hochmachen kann und dann blockiert oder aber auch runter macht und blockiert. Muss ich nochmal fragen, also das mit dem Hochmachen blockieren, das ist für Start und Landung. Und ich bin da kein Freund von, dass man mich da kastriert um meine Rechte. Und da muss man halt ganz einfach sagen, hey Freunde der gepflegten Gastlichkeit, der Aviation, das sind Passagiere, die sollen entscheiden, ob sie hell oder dunkel wollen. Und das ist das andere Problem, willst du wirklich dunkel haben, hast du mit den gedimmten Fenstern nicht wirklich dunkel. Das ist zwar einmal nachgearbeitet und nachgebessert worden, aber man muss da an dieser Stelle sagen, dunkel ist anders. Da wäre ich gespannt, was ihr einfach dazu sagt, was ihr davon haltet, ob ihr dimmbar toll findet, ob ihr dimmbar nicht so toll findet oder ob ihr sagt, hey, sorry, aber ich will lieber die Klappe. Oder wenn ihr am Exit sitzt, dann geht es ja teilweise von unten nach oben. Was wollen wir noch erzählen heute? Deal, so ein Deal. Und dann habe ich auch noch eine Frage, die ich gleich beantworte. Das muss ich jetzt gleich noch dran denken. Und zwar haben wir einen Deal, so ein Deal, der geht von Amsterdam nach, ganz einfach nach Bogota über Frankfurt in der Buchungsklasse P. Zeitraum werdet ihr im nächsten Sommer finden. Wahrscheinlich und kostet auch vom Preis her 1.300 und ein bisschen Euro. Interessanter Preis für die Business Class. Wir schauen uns die Meilen ein und an und dann gucken wir uns mal das Ganze genauer an. Ach, falscher Knopf, da war ich ganz aufgeregt. So, jetzt habt ihr die Meilen, die Punkte da drinnen und Streckenführung habe ich ja Amsterdam, Frankfurt, Frankfurt, Bogota hin und zurück, alles in der P-Klasse. Mit der Air China sind es 19.776 Meilen. Dann Singapore Airlines 14.686, 12.794 bei der SAS und bei Miles & More. Denkt dran bei Miles & More, Executive Bonus, wenn ihr Senator seid, ne? Und FTL oder Horn, 25%. LATAM und eine ganze Reihe anderer Fluggesellschaften haben 11.748. Natürlich Thai, Copa, United und Air Canada, die Cathay Pacific hat 454. Dann gibt es wieder einige Nuller-Kandidaten. Ich will das mal etwas höher ziehen, damit ihr es auch seht. Ich denke mal, dass das wieder irgendein Fehler ist, irgendwas Merkwürdiges ist. Aber so ist Where to Credit. Dann könnt ihr ja unten einmal schreiben, wo ihr euch seht nach Bogota im Flieger, ob ihr das macht, ob ihr es nicht macht. Und dann wollen wir noch eine Sache machen, dass man die Fragen beantworten. Und das ist ja das, was ich möchte, dass wir die Fragen von euch beantworten. Da ist die Kamera, da ist aber die Frage. Dann die erste Frage vom Frank. Frank möchte, dass ich ranzoome. Das kann ich machen, aber ich gehe lieber nach hinten. Hol das eine Schild nach vorne. Das ist aus der Kollektion, jetzt spiegelt das Licht. Da seht ihr es. Nicht, dass ich oben irgendwo ganz stoße. Ich habe übrigens noch ein zweites Schild, nur damit ihr es wisst. Das ist etwas größer. Ich muss lauter sprechen, weil das Mikrofon weg ist. Warte ich für das andere Schild. Die habe ich aus Frankfurt mitgebracht, als ich dort zum Stammtisch war. So, hoffe, die Frage habe ich beantwortet. Wieder ins Bild, besserer Ton für euch. Dann kommt die nächste Frage und zwar kommt die Frage beziehungsweise ist ein Kommentar und zwar die Kurve des Westens, ist das Recht der Crew dafür zu sorgen, dass die Sonnenblenden geöffnet sind bei Start und bei Landung? Ja, da habe ich ja kein Problem mit, also das ist ja okay, also mir geht es nur darum, dieses geforschte Verdunkeln,
dass man halt die Kabine dunkel macht. Schön, dass du fragst, damit ich es klarstellen kann. Ich rücke dich noch einmal schöner hier rein, damit man das ordentlich lesen kann und dein Logo auch sieht. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Nee, wird nur kleiner, aber nicht feiner. Also wie gesagt, das war meine Meinung, dass man das Verdunkeln nicht beeinflussen sollte von der Crew. Wurde bei der United, glaube ich, so gemacht und dann haben die Crews widerwillig, weil der Vorstand bzw. die Kunden sich beschwert haben, das dann gelassen. Aber nichtsdestotrotz wichtig ist an dieser Stelle halt natürlich, dass die nach oben offen sind oder beziehungsweise oben sind die Shades oder halt die Scheiben ungedimmt sind bei der Landung. Das ist natürlich ganz klar, da gibt es keine zwei Meinungen. Dann haben wir noch eine Frage, ob ich die Ente habe. Ich habe eine Ente und eine Porsche. Ich habe da auch einige andere von. Ich muss mal gucken, wo ich die habe. Ich bringe die zur nächsten Sendung mit. Die stehen bei mir auf der auf einer Ablage irgendwo. Da muss ich die mal herholen, damit ich die euch zeigen kann. Wir haben ja auch eine sehr schöne Ente bekommen. Alle, die da waren zum Stammtisch, haben ja eine bekommen. Die Vorgängerente Ilse, deshalb konnte ich mir den Namen merken, keiner Wilse. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Kofferente hieß. Das muss ich jetzt ehrlicherweise da jetzt sagen, weil die hatte einen Namen. Aber wir sind jetzt auch schon wieder bei fast 20 Minuten. Und noch als Disclaimer, nein, die Sachen sind übrigens gekauft, sind in der FCT nicht geklaut worden. Die standen früher, standen die in Reisebüros und waren diese Aufstellertafel, ich weiß nicht, ob euch erinnert, unten der Kranich, also das, was ich euch gezeigt habe, das Element. Und dann geht es nach oben weiß und dann war da der Bildschirm und oben war eine Antenne drauf, die dann, ich glaube, wohl von der Telekom, wurden die Inhalte geändert. Ja, und jetzt noch von Guido schnell die letzte Frage. Guido ist Kanalmitglied, deshalb wird seine Frage wäre da, wird priorisiert behandelt. Genau, wenn ihr Kanalmitglieder seid, dann werden eure Fragen auch bearbeitet, wesentlich schneller. Und ihr seht ja auch bei Guido, da gibt es ein Zeichen bei seinem Namen. Das kriegt ihr auch, ja, nur Kanalmitglied werden. Dimmbare Scheiben gibt es nicht nur beim Dreamliner, sondern auch jetzt beim A350. Das ist ein Sonderfeature. So wie man bei Mercedes Sonderausstattung bestellen kann, ist das auch Sonderausstattung. Lufthansa hat gesagt, es lag nicht am Preis, es lag nicht daran, dass das zu teuer war, sondern es war eher beim Kundenfeedback und dass man die halt nicht ganz dunkel machen kann. Das war der Hauptgrund. Und die 787 gibt es leider nicht anders. Das heißt also, du kannst es nicht abbestellen. Ist wie beim Auto, willst du einen haben ohne Airbag, kannst du nicht kriegen, gib es nicht. So einfach ist das. Oder wie bei Mercedes jetzt demnächst ja auch nur noch gehört habe, Automatikschaltung. Ich selber hätte auch immer Automatik bei Daimler gekauft. Schaltwagen gibt es nicht mehr. So, jetzt haben wir wirklich die 20 Minuten geknackt. Danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Und freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei der nächsten Folge. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, zu liken und natürlich kommentieren. Davon lebe ich. Also, bis dann, danke und tschüss. Und jetzt war aber wieder raus. Also, bis dann, ciao.